Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Unser Thema heute Nacht heißt extreme Neigungen. Folglich möchte ich sehr gerne mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Weise extrem gestrickt sind, extrem drauf sind. Das kann sein im Bereich Erotik und Sexualität. Gestern habe ich schon gesagt, ich würde gerne mit jemandem auch mal sprechen, der auf sogenannte Bareback-Partys geht. Es kann aber auch sein aus dem Bereich Sport. Es kann sein, vielleicht auch aus dem Bereich extreme Aktivitäten, Stichwort Straßenbahn, Bahn oder U-Bahn surfen. Oder es könnte natürlich auch sein, dass man extreme Neigungen so versteht, dass jemand extrem geizig ist, extrem gierig ist. Wie auch immer, es gibt ganz viele Beispiele. Ich bin gespannt, wie ihr und weswegen ihr anruft. Also unser Thema heißt extreme Neigungen, 0800 220 50 50. Die Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, der erste Anrufer heute Nacht ist der Björn. Björn ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, hallo Björn. Ja, extreme Neigung. Was ist es bei dir? Ja, meine extreme Neigung ich bin Sadist. Ich quäle meine Freundin. Im Einverständnis der Freundin? Im Einverständnis der Freundin, ja. Also bin ich ja schon mal sehr beruhigt. Du quälst deine Freundin? Ja. Sehr gerne? Ja, sehr gerne. Und auch sehr heftig? Auch sehr heftig, ja. Da muss es arg zugehen. Ja, also... Erzähl mal. Wir haben uns entsprechend kennengelernt in einem einschlägigen Internetforum und wussten deshalb auch beide gleich... sozusagen, was sozusagen die Neigung des anderen erwarten lässt. Gibt es sowas www.sadisten.de oder so? In der Richtung? Es gibt sowas in der Richtung, ja. Ich möchte jetzt keine Werbung... Nee, natürlich nicht, ist schon klar. Aber bei sowas in so einem Raum habt ihr euch kennengelernt. Genau, ja. Mhm. Und haben einige Zeit miteinander so ganz normal gechattet, eben nicht gar nicht sexueller Natur, sondern einfach nur uns unterhalten, aber eben mit dem Wissen der Neigung des anderen. Und haben uns dann irgendwann mal getroffen, haben uns so kennengelernt und seither leben wir eben diese Art von Sexualität zusammen. Ja, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt gut anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Das heißt, das ist eine richtig auch normal funktionierende Beziehung. Es ist eine Fernbeziehung. Ich meine, so viele Leute dieser Neigung in seiner Umgebung findet man wahrscheinlich nicht. Ja. Wie weit wohnt ihr auseinander? Momentan so ungefähr 170 Kilometer. Na ja, gut, das geht ja noch. Das geht, ja. Also auf jeden Fall ist es auch eine normale Beziehung. Wir haben eine ganz normale Beziehung. Also man geht zusammen essen, man fährt in Urlaub und was ja, man so macht ja, halt. Also wir machen das nicht jeden Tag natürlich. Aber da gibt es eben daneben diese besondere Sexualität. Diese besondere Sexualität. Dass du sie quälst. Das spielt auch in unseren Alltag natürlich in gewisser Weise rein. Aber es ist letzten Endes, ja, es ist Teil unserer Sexualität und ich tue meiner Freundin weh. Wir haben sehr, sehr intensiven Sex, bei dem auch Schmerzen vorkommen. Und wir haben auch, wir gehen zusammen weg auf entsprechende Partys, wo man ungestört, ohne dass irgendwelche Nachbarn sich irgendwelche Gedanken machen, spielen kann. Wir nennen das spielen kann. Ja, und, ja. Also in der Gruppe dann auch? Wir spielen oder wir sind nicht darauf aus, das mit anderen Leuten zu teilen. Achso, ihr geht dann zu Partys, wo ihr euch dann separiert und wo ihr alleine sein könnt. Wir können dort alleine sein. Ja. Ist auch kein Problem, wenn jemand anders zuguckt, aber es findet nur zwischen uns beiden statt. Nenne mir doch ein paar Beispiele, wie das genau abgeht, was du mit deiner Freundin machst. Hauptsächlich geht es bei uns um Schlagen. Schläge mit der Hand, mit verschiedenen Schlagwerkzeugen. Stöcke? Ja, auch kräftigere Schlagwerkzeuge. Zum Beispiel? Ja, also Gegenstände aus Plastik, Fiberglas, ja. Edelstahl, auch Antenne, Edelstahlgärte, sowas in der Richtung. Ah, ja. Schon heftig. Damit schlägst du deine Freundin? Ja. Überall auf den Körper? Ja, hauptsächlich auf den Hintern, aber auch auf andere Körperteile, ja. Schlägst du sie grün und blau? Ja. Ja.
Ja, also so, dass nicht jeden Tag natürlich. Nee, ist mir schon klar. Man kann das nicht jeden Tag machen, das geht nicht, das ist ja klar. Aber wenn wir zusammen weggehen, so 4 bis 6 Wochen ungefähr, machen wir das, dass wir weggehen. Wir machen diese heftigen Dinge ganz selten zu Hause, weil es immer natürlich auch eine gewisse Geräuschkulisse bildet. Sowas kann man. Schreit sie dabei? Ja, sie schreit und weint. Was gibt es weiter heftige Sachen zusätzlich zu dem Schlagen? Ja, also das ist das Wesentliche. Es gibt auch Spiele, die oder Dinge, die ich tue, ja weh im Intimbereich. Indem du was tust? Zum Beispiel durch Kneifen, Fesselung etc. Ja. Geht es so weit, dass auch Blut fließt? Also das kommt vor, dass kleine Verletzungen entstehen. Wir sind beide. Ist das für dich dann noch eine besondere Genugtuung, wenn du dann siehst, was du sadistisch angerichtet hast? Ja. Ich mag das sehen. Also das ist quasi, Also je geröteter die Haut oder blutiger vielleicht sogar die Oberfläche ist, desto schöner findest du das für dich dann? Das finde ich befriedigend, ja, das finde ich schön. Für die Leute, die gerade zugeschaltet haben, sagen wir es nochmal zur Erklärung. Zur Erklärung, deine Freundin möchte das auch. Meine Freundin. Also du bist nicht irgendwie ein perverser Sadist, der Frauen quält, sondern das ist eine Übereinkunft zwischen euch beiden. Wir sind uns da einig, das ist für meine Freundin auch befriedigend. Mhm. Gibt es noch irgendetwas mit anderen, mit Wachs oder mit heißem Öl, was man so alles machen kann? Ja, das ist für uns nicht so interessant. Also wir spielen hauptsächlich mit Schlagwerkzeugen. Mhm. Also das Schlagen steht im Vordergrund? Das Schlagen steht im Vordergrund, ja. Eventuell ihr ein bisschen wehtun noch im Intimbereich? Ja, das kommt dazu. Das ist auch mit Schlägen. Also ich schlage dort auch hin, auch andere Sachen. Aber wenn das alles passiert, wenn du sie schlägst, wie habe ich mir das vorzustellen? Bist du dann splitterfasernackt auch? Nein, normalerweise bin ich angezogen. Du bist ganz normal angezogen, in Jeans und Pulli oder so? Nein, also meistens, wenn man auf entsprechende Veranstaltungen geht, dann sieht man sich an, so wie man weggeht. Also ich meine, wenn man in die Disco geht, geht man ja auch meistens nicht in Jeans und Schlabberpulli. Also ein bisschen schicker? Bisschen angezogen. Also ein bisschen Deine Freundin ist aber ganz nackend, wenn du sie schlägst? Zum Teil auch, also entsprechend angezogen, ein bisschen fetisch aus. Achso, eine Corsage vielleicht oder sowas, ja. Aber auch nackt. Also halt so, dass die Teile, die ich haue, dass ich die sehen kann. Also die müssen nackt sein. Ja. Wenn du so richtig zuschlägst und sie so richtig schreit, als würde sie vielleicht um ihr Leben schreien, ist das in dem Moment sehr sexuell stimulierend für dich? Ja, die Gesamtsituation ist sexuell stimulierend für mich. Also, bist du dabei erregt? Hast du dann einen irrigierten Penis? Ja. Das ja. Mhm. Kommt es dann irgendwann auch noch zum Geschlechtsverkehr? Ja, wir haben also dann im Anschluss in der Regel Geschlechtsverkehr. Also das kommt auch mal drauf an. Ich persönlich mag das nicht, sie auch nicht so in Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit zu haben. Zuschauen bei diesen Spielen, das ist für uns okay. Wenn es die Gelegenheit gibt, dass wir uns anschließend irgendwo zurückziehen können, dass wir Geschlechtsverkehr haben können, wo niemand zugucken kann, dann ist das die Regel. Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann muss das eben warten bis zu Hause. Ah ja. Und der Geschlechtsverkehr, würdest du sagen, dass der dann eher so klassisch ist? Oder gibt es da auch heftigere Vorgehensweisen? Er tut auch weh. Also das ist auch mit Festhalten, Haare ziehen. Auch. Und die Rollenverteilung ist immer klar, du bist der Dominante? Ja, das ist immer so. Das ist immer klar? Das ist immer klar. Also umgekehrt wäre das nichts für dich? Nein. Du bist 28 Jahre alt. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du so eine Affinität hast, dass du so gestrickt bist? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, also das erste Mal angefangen, entsprechende Spiele oder sexuelle Aktivitäten dazu entwickeln, habe ich so um meinen 18. Geburtstag. Also das seit ungefähr 10 Jahren mache ich das. Aber ich hatte schon immer entsprechend irgendwelche
Ideen in dieser Hinsicht. Also auch so bei, wenn man so zurückdenkt. Also ich meine, wenn man kleiner ist, dann fällt einem das nicht auf. Aber wenn man sich hinterher reflektiert und überlegt, wie war das früher, dann fällt schon auf, dass ich auch als Kind entsprechende Ideen oder Fantasien halt. Die jetzige Partnerin, ist das zum ersten Mal, dass du mit einer Frau, die ebenso gestrickt ist, dass du mit der auch eine Beziehung führst? Nein, ich hatte das hatte schon andere Beziehungen, die auch darauf gegründet sind. Also ich stelle es mir schwierig vor, jemanden zu finden, der das genauso mag und dass man sich in den dann auch noch verliebt und eine Beziehung führt. Also in dieser Heftigkeit ist das sicherlich, also Beziehungen, die ich vorher hatte, waren meistens oder waren nicht auf Dauer angelegt. Das war mehr oft mehr eine Zweckbeziehung. Ja, so eben quasi auf die Sexualität gegründet. Das ist meine, wenn man so will, erste Beziehung, die wirklich darauf angelegt ist, auch dauerhaft als Beziehung zu haben. Das heißt, du könntest dir vorstellen, mit deiner jetzigen Freundin durchaus auch zusammen zu sein oder auch mal Kinder zu haben? Ja, das ist durchaus ist gedacht, ja. Was ist im Bereich Sexualität für dich noch eine weitere Steigerung, wo du vielleicht so liebäugelst oder ihr, was ihr noch nicht getan habt? Ja, also unsere Fantasien gehen schon dahin, das Ganze noch, sagen wir mal, etwas intensiver zu gestalten. Also so das, was du vorhin angesprochen hast, mit ob bei unseren Spielen auch irgendwie Blut gelegentlich vorkommt, das ist für uns beide eine anregende Idee. Also es geht momentan um mehr oberflächliche, kleine Verletzungen, die eben beim Schlagen zufällig entstehen. Aber also da ist eine Steigerung durchaus noch möglich. Durchaus noch eine Steigerung möglich. Gehst du und geht ihr so in eurem Freundeskreis da ganz offen mit um, dass ihr so etwas tut, oder ist das doch eher geheim? Nein, das ist eher geheim. Und das wissen dann nur die speziellen Bekannten, mit denen ihr euch dann auch trefft? Sicher, wenn man jemanden kennenlernt, jemanden trifft auf entsprechenden Veranstaltungen, dann weiß man das vom anderen natürlich. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ne? Aber das ist schwierig. Ich kann das auch aus so angeplanten beruflichen Gründen nicht wirklich verstehen. Björn, das war interessant, mit dir zu sprechen. Ja. Danke für deinen Anruf. Schönen Gruß an deine Freundin. Dankeschön, das richte ich gerne aus. Alles Gute und viel Spaß. Noch eine schöne Sendung. Viel Spaß, ja. Dankeschön. Recht schönen Dank. Tschüss, Björn. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt extreme Neigungen. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr in irgendeiner Weise, in welchem Bereich auch immer, extrem drauf seid. Das kann im Bereich Erotik sein, im Bereich Sexualität, im Bereich Sport oder in irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Oder vielleicht seid ihr auch so charaktermäßig in einer Richtung sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt. Vielleicht seid ihr der Geizkragen überhaupt schlechthin. Und sagt, ja, ich bin halt geizig und ich finde Geiz geil und ich stehe auch dazu. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 37 Jahre alt. Hallo Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan. Was ist deine extreme Neigung? Ja, also es fällt mir schwer, darüber zu reden. Ich habe insgesamt 3 extreme Neigungen. 3? Und ich fange mal vorne an, ja. Bitte. Und zwar komme ich nur noch zum Orgasmus, wenn ich irgendwie einen Pornofilm gucke und dabei Frauen anrufe, wobei ich mir wünsche, dass die das auch mitbekommen am Telefon. Irgendwelche Frauen? Oder? Also ich habe mir die Nummern mal vor einiger Zeit aus dem Telefonbuch mal so ganz bunt zusammengestellt und ich rufe auch meistens dann dieselben Frauen an, die sich mittlerweile schon leicht genervt fühlen natürlich. Achso, du belästigst die Frauen? Das sind gar keine Bekannte von dir. Das ist eine Belästigung, gebe ich zu, ja. Du rufst einfach irgendwelche Frauen aus dem Telefonbuch an. Ja. Währenddessen läuft im Fernseher ein Porno. Richtig. Du liegst irgendwie wahrscheinlich nackend auf dem Bett oder so. Kann man so sagen, ja. So, und was redest du dann mit den Frauen? Ja, ich sag eigentlich gar nichts. Ich möchte nur, dass sie das hören. Mhm. Und ich wünsche mir, dass sie darauf eingehen und irgendwie Kontakt zu mir suchen. Mhm. Ja, natürlich ein bisschen vermessen. Die meisten legen natürlich alle auf. Ja. Aber ich gebe da nicht auf und der Drang ist halt so groß, dass ich mir wünsche, dass die halt auf mich eingehen und irgendwie so einen Bezug, so einen persönlichen Bezug zu mir aufbauen. Du hast gerade am Anfang gesagt, 3 extreme Neigungen. Ja. Also eins ist das Porno-Gucken, dass du nur mit Porno noch zum Orgasmus kommst, dann das Anrufen währenddessen. Und was ist das dritte? Nein, das war jetzt das erste eigentlich nur. Ach so, das Ganze ist ein Paket. So ist es, ja. Ja, verstehe. Das zweite ist, hängt damit zusammen, also sagen wir mal so, auf der Straße, ich bin jetzt ein Jahr Solo, ein Jahr Single, und wenn ich Frauen auf der Straße sehe, oder eine Frau auf der Straße sehe, die mir gefällt, dann
irgendwie der Körper, der Hintern, die Brüste, irgendwas, dann kann ich nicht umher und bleib unauffällig stehen und guck die Frau erstmal an. Möglichst unauffällig natürlich, was man nicht immer vermeiden kann. Und ich gehe auch hinterher. Manchmal dann will ich wissen, mein Gott, die sieht so toll aus, ich muss wissen, wo die wohnt, obwohl es mir ja nichts bringt. Aber ich kann dann nicht anders und das führt dazu, dass ich auch schon mal Termine versäume oder zu spät komme. Weil du den Frauen hinterherläufst. Du sprichst sie aber nicht an. Nein, also das ist der Haken. Ich würde gerne die Frau ansprechen, irgendwas sagen, zum Kaffee einladen oder hallo, du siehst toll aus. Ich bring's nicht übers Herz und es funktioniert einfach nicht. Und ich gehe dann hinterher, wie so ein toll-dover Dackel, ja, in sicherem Abstand. Manchmal werde ich auch bemerkt, aber das ist mir dann auch wurscht. Wie groß ist der Abstand? 5 Meter, 10 Meter, 20 Meter? Nein, also schon 50 bis 100 Meter. Ach so, so weit. Ich muss die Frau noch irgendwie erkennen können. Ja. Weil ich habe auch irgendwie Schiss, dass die mich auch irgendwie dann doch mal entdeckt. Mhm. Und wenn die vielleicht gerade zu Hause ist, holt die ihren, was weiß ich, guck mal, da ist einer, der verfolgt mich. Ja, ja, natürlich. Raus und kriege ich Probleme natürlich. Ja. Hattest du schon mal Probleme mit der Polizei? Ja, das, ja, also einmal schon. Da hat mich die Polizei angerufen und ich wusste erst gar nicht, was die wollten. Ja. Da hat nämlich eine Frau gesagt, ja, irgendein Typ, der geht da hinter mir her. Und ich habe dann der Polizei erklärt, ja, tut mir leid, war nicht böse gemeint, die Frau hat mir gefallen. Ich wollte wissen, ja, die hat mir halt gefallen, ich wollte sie angucken, ich wollte wissen, wo die wohnt. Ja, aber die Frau hat sich belästigt gefühlt. Und da hat die Polizei gesagt, wenn sowas vorkommt, ich sollte die Frau doch bitte ansprechen und sagen, Entschuldigung, sie gefallen mir, kann ich sie irgendwie einladen oder so. Und nicht so einfach, das ist, sowas rät die Polizei, das ist ja lustig. Ja, also ich sollte... Ja, aber ist okay, ist ein guter Ratschlag. Ja, natürlich, ich sollte also vermeiden, da kilometerweit hinterher natürlich zu laufen. Das hört ja irgendwann mal auf. Aber vielleicht bist du ja so gestrickt, dass genau das dich heiß macht, dass du eben nah dran bist, aber letztendlich doch nicht direkt rangehst. Das ist es. Vielleicht ist das so, ne? Es gibt eine Grenze, die ist ziemlich hoch und bis dahin, das reiht sich alles voll aus. So, die dritte. Auch wenn die mich sieht, ist es mir auch egal. Hauptsache, ich komme auf meine Kosten sozusagen. Ja. Die dritte Variante wäre jetzt mal folgende. Also ich würde mal sagen, es ist schon irgendwie krankhaft oder pervers. Ich stehe also nur auf, was den Sex betrifft, nur auf Analverkehr. Und wenn ich also beim Vorspiel quasi die Partnerin mit der Zunge hinten verwöhne, dann erregt es mich nur noch, wenn die Partnerin mir ins Gesicht furzte. Oh. Ich mag den... Oh, das ist aber nichts. Das ist heftig, ich weiß. Ich mag das Geräusch. So, pass auf, ich will dir sagen, zum Stichwort pervers, wenn du eine Partnerin findest, mit der du das machst, finde ich das nicht pervers, dann ist das euer Ding. Ja, aber was ich wirklich pervers finde und was ich schlimm finde, ich habe das gerade nur mal so erzählen lassen von dir, ist das Erste, über das du gesprochen hast. Wenn du nämlich Frauen anrufst, die du nicht kennst und du guckst einen Pornofilm und das ist eine handfeste Belästigung. Dazu muss ich sagen, ich konnte auch schon 2 Fangschaltungen bezahlen. Aber zu Recht. Wo ich die Kosten also übernehmen musste, weil die Frauen das nicht eingesehen haben, logischerweise, dass sie das bezahlen müssen. Aber zu Recht. Ist klar. Ne? Also weißt du, mit dem zweiten Ding, da hat die Polizei dir schon einen richtigen Rat gegeben. Das dritte ist, wie ich es gerade gesagt habe, wenn du eine Frau findest, wo du solche Spielchen mitmachen kannst, würde ich das gar nicht pervers nennen. Oh Gott, ja, das ist halt dann eure Sexualität. Vielleicht ist es auch pervers, ist es auch völlig wurscht, aber ihr schadet niemandem damit. Ist schon klar, nur so eine Frau zu finden, die das akzeptiert. Natürlich, ja. Ist nicht ganz einfach. Aber wie kommt das denn, dass du so eine dezidierte, merkwürdig ausgefeilte Sexualität hast? Ich weiß es auch nicht. Also ich mag jedenfalls nicht diesen 0815-Sex und ganz normal, was alle machen. Mein ganzes Leben lang habe ich immer schon dieses Ausgefallene gewollt, dieses Tabulose, was nicht jeder macht. Du hast gerade gesagt, du bist ein Jahr solo. Ja, ungefähr, ja. Und wie lange warst du vorher liiert? Ungefähr 3 Jahre. 3 Jahre. Hast du denn mit dieser Partnerin das tun können, auf was du so stehst? Also Analverkehr schon. Aber die andere Geschichte. Die Neigung, die ich gerade erwähnt habe, das leider nicht. Das nicht. Und wie suchst du jetzt im Moment deine Partnerin? Im ersten Fall kommst du ja nicht an die Frauen dran, am zweiten, von dir geschilderten Fall auch nicht. Wie kommst du an reale Frauen ran? Wie lernst du die kennen? Also mittlerweile versuche ich ja alles. Ich habe schon Anzeigen aufgegeben, Anzeigen beantwortet, in Tageszeitungen und so weiter. Oder auf dieser Datingline habe ich gesucht. Da gibt es ja auch nicht nur Männer, die Sex suchen, auch Frauen, die Sex suchen. Ja, richtig. Taschengeld anbieten, wissen wir ja alle. Ja. Und nur, das ist
quasi nur für normalen Sex. Also wenn ich jetzt ankomme und sage, hallo, ich möchte auch dies und das, dann blocken die ab, melden sich überhaupt nicht, sagt, kommt nicht in Frage oder das macht also keine Frau mit. Wobei ich ja mittlerweile glaube, dass es im Netz wirklich für jede Eigenart und Abart irgendwie ein Forum gibt oder einen Raum gibt, wo man sich treffen kann. Da habe ich mich so drum gekümmert im Internet, das habe ich noch vor. Ja. Also lass die Finger von der ersten Variante, die du mir geschildert hast, weil da kommst du irgendwann richtig in Teufelsküche und ich finde es auch ekelhaft. Ich finde es ekelhaft. Wenn ich mir vorstelle, ich stelle mir vor, ich bin eine Frau und kriege einen Anruf und da höre ich im Hintergrund irgendwelche Pornogeräusche und so einen sabbernden Typ am Telefon. Nein, so schlimm ist es nicht. Also manchmal mache ich den Ton auch wirklich aus. Und ich sabber auch nicht rum. Ich verhalte mich ruhig. Ja, aber egal. Die Frauen denken, da wäre gar keiner dran. Ja, aber egal. Ja, es ist trotzdem eine höchst unangenehme und widerliche Art, in die Privatsphäre einer anderen Person einzutreten. Das sehe ich auch ein. Nur das ist die einzige Möglichkeit, was mich noch irgendwie auf Touren bringt. Alles andere, da habe ich nichts mehr von. Das ist die einzige. Gehe wirklich ganz ausgiebig auf die Suche, dass du eine reale Partnerin findest. Das ist wahrscheinlich das Allertollste, was du überhaupt haben kannst. Ja, aber jeder auch bitteschön meine Neigung akzeptieren. Ja, natürlich, ja, klar. Das wäre natürlich das Beste. Die extremen oder sehr extremen Neigungen von Stefan waren das. Ich danke für deine Offenheit und für deinen Anruf, Stefan. Okay, danke auch. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr euch auch gerne bei mir melden wollt, zu unserem Thema. Weiter geht's mit Kurt. Kurt ist 26. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Kurt, guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ja, das ist schon mal schön. Ja, also wenn ich jetzt du zu dir sage, kannst du... Schönen guten Morgen. Ja, kannst du auch zu mir du sagen. Alles klar, ne? Hallo? Ja, ich höre immer noch. Ja? Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Also bei mir sind es die extremen Veranlagungen so veranlagt. Also es geht um Straßenrennen, darum erstmal so, ja. Um Straßenrennen? Genau. Ja. Also Autorennen? Ja, also... Um illegale Autorennen, oder was? Man kann es auf diese Kategorie einstufen, sagen wir mal so. Ja. Also ich fange erstmal von der Vorgeschichte an. Mhm. Also es ist, bei mir ist es so, seitdem ich den Führerschein habe, ne, ja, habe ich immer schon davon geträumt, immer schnellere Autos zu fahren. Ja. Und, also nicht so gewöhnliche Autos zu fahren. Also ich hatte schon immer davon geträumt, etwas mehr Pep in den Autos reinzubringen. Mhm. Also deswegen habe ich auch eine Automechanik-Ausbildung abgeschlossen. Deshalb? Und ja, also ich fahre ja schon immer ein bisschen so irgendwie... Also du frisierst ja Autos. Genau, also ja, so wie jeder so seine Leidenschaft hat. Manche gehen, was weiß ich, in Spielhallen, verbrassen sein ganzes Geld. Ja. Manche gehen zu Frauen und was weiß ich. Und manche gehen das ganze Geld für Drogen aus. Und also jeder hat so seine bestimmte Leidenschaft. Okay, deine Leidenschaft sind Autos. Kann man genau schon mal so sagen, ne? Genau, ja. Und da habe ich halt übers Internetforum also ein paar Gleichgesinnte getroffen, die auch die entsprechenden Wellenlänge haben halt, ne? Mhm. Und da haben wir uns halt zusammengetan, irgendwo halt getroffen und dann haben wir so ein bisschen Tipps ausgetauscht halt mal, ne? Wie man am besten vorgeht und was da am besten und welche Teile was bringen halt, ne? Achso, das ist ein Informationsaustausch, wie man die Autos aufpeppen kann. Ja, genau so in der Art halt. Ja. Also dann kamen so ein paar interessante Dinge zu Tageslicht. Also so zum Beispiel wie bestimmte Lachgaseinrichtungen halt, ne? Mhm. Und wo man die auch besorgen kann und wie man das einbauen kann. Den ganzen Plan halt, wie das eigentlich so von der Konstruktion her irgendwie passieren kann. Alles mit dem Hintergrund, das Auto noch schneller und effektiver zu machen. Genau, und ein bisschen spritziger zu machen. Ja. Natürlich wird das nicht dazu beitragen, dass das Auto seine Lebensdauer sich erhöht. Also ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, ja, natürlich. Ja. Ja. So, jetzt erzählen wir mal von, soweit die grobe Vorgeschichte. Jetzt erzählen wir von den Rennen. Genau, also nachdem wir uns halt die Informationen herangeholt haben und dann die Autos entsprechend ausgerüstet haben, haben wir uns halt irgendwie die Möglichkeit genommen, dass wir das auch irgendwann ausprobieren. Ne? Mhm. Und so wie das halt so ist, also auf den Straßen so, wo es niemand getan hat, was hat man die Sachen auch getestet, ne? Also ihr seid auf normalen Straßen, auf öffentlichen Straßen Rennen gefahren, um die Wette gefahren? Nein, nicht so unbedingt auf öffentlichen, also Parkplätzen halt, wo halt niemand ihn gefährden könnte halt. Also es ist halt so, mehrmals haben auch Leute angerufen, durch den ganzen Küchenreifen kam auch zwischendurch mal die Polizei vorbei. Ja.
und ja, dürfte halt anschließend wieder gehen, und weil wir halt irgendwie das vorher schon gewusst haben, dass wir antanzen. Mhm. Also noch nie was Illegales getan? Also ich habe schon mal den Lappen schon, sagen wir mal so, schon dreimal abgegeben. Ich wollte mich ja sagen, so wie du mir das erzählst, nehme ich dir das nicht ab, dass ihr nur irgendwo auf Parkplätzen eure Autos ausprobiert habt. Also ihr habt das sicher auch auf öffentlichen Straßen gemacht. Ja, klar. Also raus mit der Sprache jetzt, komm. Erzähl, wenn schon, dann erzähl es auch ganz. Klar, auf den Straßen, also man kann das, dieses Kick nicht erklären halt. Ne? Mhm. Also wenn es ankommt, dann sucht man sich halt, man kann natürlich sagen, ach komm, wir machen mal da ein Rennen, oder wir machen mal da. Also lass mich konkret noch fragen, was für ein Auto hast du bei den Rennen gefahren? Also das war ein BMW. Ein BMW, ein Dreier und Fünfer oder was? Also das ist ein Dreier, weil das von der Konstruktion und von der Bauweise her und von dem Gewicht her sich am besten eignet zu diesen Konstruktionen. Okay, wie schnell fährt dann so ein aufgepeppter BMW? Ja, also ich denke mal, wenn man das ordentlich auf die Reihe kriegt, dann kommt man schon so ungefähr mit 260, 270, so über 300 km/h. So, also, und ihr seid jetzt diese Geschwindigkeiten auf Straßen gefahren? Nee, um Gottes Willen, auf Straßen. Wenn wir das auch machen würden, in welcher Straße wird das denn möglich sein? Nirgendwo kann man das machen. Wir sind damit extra, also diese Geschwindigkeiten auszuprobieren, zum Nürburgring gefahren. Mhm, und da haben wir das wirklich ausprobiert auch. Okay, da ist noch nichts gegen einzuwenden, wenn ihr das da ausprobiert. Aber irgendwas ist doch da faul, wenn du mir sagst, der Lappen war auch schon weg oder einige Male weg. Warum war er weg? Das war halt die ganzen Vorgeschichten, ohne dass ich das Auto aufgetünnt habe. Das war halt mit konventionellen Autos erstmal. Da habe ich erstmal meinen Reiz entdeckt halt, ne? Dass ich so in diesen Wellenlänge halt habe. Halt, ne? Und also du bist zu schnell gefahren und deshalb hast du den Führerschein weggenommen bekommen. Genau. Also das Problem war, also an einem schönen Sonntag, wo man halt die netten Polizisten nicht erwartet, da haben wir ein bisschen Gas gegeben und und hinter uns waren auch nette Menschen, die das auch alles aufgenommen haben. Ja. Und dann auf der Autobahn? Ja, auf der Autobahn. Und wie viel war erlaubt und wie viel bist du gefahren? Ja, also das war schon 100, 120 war erlaubt, also ungefähr richtige Geschwindigkeit. Da sind wir fast mit 180 weit geflitzt. Wie viel mal sagst du, war der Lappen weg? Also einmal habe ich einen Monat gekriegt, ja. Ja. Und dann war Wiederholungsfall, dann hat sich das auf 3 Monate dann verlängert halt. Ja. Und dann habe ich das einmal für ein Jahr abgegeben. Oh, aber im Moment hast du ihn wieder. Ich habe jetzt sowas wie einen letzten Bonus bekommen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch ein paar Mal heftig einen vom Bug gekriegt. Denkst du jetzt anders und willst dich irgendwie verändern und solche Sachen nicht mehr machen? Ja, Domian, es ist Folgendes. Also das ist so eine Leidenschaft, dass man nicht einfach wie so einen Knopf abschalten kann. Mhm. Also jetzt vorab, ne? Das kann man schon, wenn man dir den Führerschein wegnimmt, ist es vorbei. Ja, natürlich, klar. Das sind halt diese Extremen. Die härteste Maßnahme, die wirklich alles natürlich abschalten kann. Aber so, wenn da nichts passiert, dann kann man das auch so, sag ich mal, nicht so einfach wie ein Knopfdruck jetzt mache ich das nicht mehr. Stichwort passieren. Ist denn schon mal irgendein Unfall passiert? Also, natürlich ist da ein Unfall, aber natürlich ist da jemand zu Schaden. Das waren halt so in Nürburgring, da sind wir ein bisschen an den Leitplanken etwas näher gekommen. Weißt du, Kurt, bei der ganzen Geschichte muss man ja immer bedenken, also ich fahre auch gerne schnell Auto. Aber ich habe auch immer so einen Hals, wenn ich die Raser sehe auf der Straße, auf der Autobahn oder weiß ich wo. Weil sie immer auch andere Menschen gefährden. Du auch. Weißt du, wenn du auf den Nürburgring fährst, finde ich völlig in Ordnung. Oder irgendwo, wo du richtig deine Leidenschaft ausleben kannst. Ja. Aber auf der Straße hast du das nicht zu machen. Nee, das ist klar. Weil da sind 1000 andere Menschen beteiligt und du kannst vielleicht für dein Leben unglücklich werden, wenn du jemanden in den Tod reißt. Oder, das stimmt. Oder dass jemand vielleicht, oder ein Kind stirbt oder weiß ich was. Kann ja alles passieren. Du sagst, natürlich sagen immer alle guten Autofahrer, mir passiert das nicht. Aber es kann jedem passieren. Mhm. Jedem, ne? Domian, jetzt vorab erstmal auch, ich will das überhaupt nicht verherrlichen. Ja. Es ist nichts, was man jetzt hingehen sollte, auch dasselbe machen sollte. Ja. Es ist blöd, es ist Schwachsinn, es ist etwas, was unschön ist. Ja. Es ist sicherlich klar, weil das kann nur Probleme bringen und wie gesagt, die Führerschein kosten und letztendlich auch die finanziellen Status auch. Natürlich. Weil mein Job hängt davon ab. Und man kann auch, sag ich mal,
sehr viel verlieren, als man kann auch sein Leben verlieren. Natürlich, natürlich. Man kann auch andere Leben auf viel. Du bist beruflich auf das Auto auch angewiesen? Natürlich, klar. Ach so, ja, umso wichtig. Ja klar, da muss man auch selbst fahren, ne? Sonst natürlich, ist das ein bisschen albern. Ja, hast recht. Und nur nebenbei gesagt, mein Arbeitsplatz ist ja nicht um die Ecke, ist ja auch schon ein paar Kilometer weiter weg. Und also gut, dann lass dir das wirklich ein Warnschüsse sein, was da passiert ist. Ja, ja. Denn die Gefahr, dass es dann ganz vorbei ist, ist ja gegeben. Aber ich würde dich gerne zum Schluss doch nochmal ganz, ganz ehrlich, bitte um eine ehrliche Antwort. Bist du wirklich noch nie Autorennen auf öffentlichen Straßen gefahren? Ich denke, das waren halt nicht so extreme Rennen. Natürlich hat man ein bisschen mehr Gas gegeben, wo man halt sieht, dass da ist wirklich niemand halt, ne? Ja, aber das ist auch so ein Ding, ne? Man denkt, da ist niemand und plötzlich ist dann doch jemand da und es geschieht eine Katastrophe. Ja. Aber ich höre schon in dem, wie du sagst, dass du auch schon selbstkritisch bist. Und, stimmt. Ne? Und dass du das nicht verherrlichst, wie du gerade gesagt hast. Um Gottes Willen. Also, ich möchte das nicht verherrlichen, weil da es nichts zu verherrlichen gibt. Ja. Außerdem, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht irgendwann auch mal Kinder haben möchtest, oder? Natürlich, klar. Und ich würde dir auf jeden Fall nicht auf die Straße setzen, wo Raser. So, und dann ist es ja auch mal gut, wenn man selbst ein Vorbild ist, ne? Dass man nicht irgendwann, dass die Kinder irgendwann sagen, mein Vater war so ein Vollidiot und hat mehrere Leute in den Tod gerissen, ne, auf der Straße. Also, ich möchte auf jeden Fall damit etwas dazu beitragen, vielleicht die Leute, die das noch irgendwie noch vorhaben. Also, ich habe es auf jeden Fall sehr viel angerichtet hier mit meinen Punkten, Abgaben, hat bis jetzt mich Ärger und nur noch Geld gekostet und nur noch Probleme und Bürokratie, das und hin und her. Also. Ich habe daran sehr gelitten. Ein Jahr lang habe ich ohne Auto, also das war schon sehr hart. Ja. Also ich möchte die jetzt irgendwie, die das noch nicht erlebt haben, die mal etwas, dass sie mal so einen kleinen Rüttel kriegen, ein bisschen wachgerüttelt werden, dass das überhaupt nichts Schönes ist. Ich hoffe, also ich bin selber an mir am Kämpfen, dass das irgendwie das zu beseitigen. Ja. Also ich hoffe, dass der Kampf weiter erfolgreich dann bei dir ist, Kurt, und dass nichts Übles mehr passiert. Danke für deinen Anruf und alles Gute und gute Fahrt wünsche ich. Ja, ich danke dir. Tschüss. Einen netten Abend. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt extreme Neigung und ich möchte gerne mit Leuten reden, die extrem gestrickt sind. In welcher Richtung und in welchem Bereich auch immer. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Weiter geht es mit Thomas. Thomas ist 24 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Domian. Hallo Thomas, was ist deine extreme Neigung? Also, wie fange ich am besten an? Ich fange einfach ganz von vorne an. Ich bin jetzt 24. Ja. Ich bin früher als Kind, bin ich immer in den Urlaub gefahren. Mhm. Das war bei uns üblich, dass wir also immer, wenn Ferien sind, am öftere Wochenende, Kurztrips, immer zum See gefahren sind. Mhm. Da sind wir dann auf dem See, sind wir dann öfters, also eigentlich immer in diesem Urlaub mit dem Schlauchboot rausgefahren. Das war so ein Mehrmann-Schlauchboot, wo 4 bis 6 Personen drauf passen. Mhm. Und damit sind wir dann regelmäßig rausgefahren. Mhm. So, das war dann bis 16, 17 und dann kommt man ja aus dem Alter raus, wo man dann auf Partys geht. Mhm. So, seit ich dann etwa 21 geworden bin, es ist dann so gewesen, dass ich eine Sexualität entwickelt habe, dass ich unbedingt Sex in einem Schlauchboot haben muss, wegen dem Gummigeruch. Thomas, jetzt unterbreche ich mal eben. Hast du eine Freisprechanlage? Nein, das schallt noch, weil ich gerade eine neue Wohnung bezogen habe. So. Da hängt noch nicht so viel, deshalb schallt das ein bisschen. Achso, das ist gerade irgendwie ein bisschen zu unterwinden. Hier ist besser, glaube ich, ne? Ja, okay. Also ich hab jetzt gerade noch mit Aufmerksamkeit mitbekommen, dass du nur Sex im Schlauchboot wegen des Geruchs haben kannst. Richtig, mit 21. Mit 21 ist dir das so klar geworden? Ja, richtig, genau. Dann habe ich halt eine Freundin gehabt. Weil du dann nochmal in ein Schlauchboot gestiegen bist, oder wie? Nee, weil durch die längeren Jahre dann ist dazu gekommen, dass der Geruch mich sexuell erregt hat. Achso, wenn du so Gummigeruch irgendwie gerochen hast. So richtig, Plastik-Gummigeruch ist das ja. Plastikgeruch. Richtig, ganz genau. Ja. Also da mit 21 habe ich dann eine Freundin gehabt, wo ich ihr klar gemacht habe, dass ich unbedingt halt mal Sex in einem Schlauchboot haben möchte. Ja. Hat die Freundin wahrscheinlich süß gefunden, ne? Oder? Ja, das fand sie nicht so toll. Nicht so toll? Nein. Och. Aber das haben wir dann einmal ausprobiert, dann habe ich sie nochmal angestochen, dass sie das zweite Mal mit mir ausprobiert hat. Habt ihr denn das Schlauchboot nur im Wohnzimmer aufgeblasen oder seid ihr daraus auch irgendwie auf den See gefahren? Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder halt im Freien. Im Freien auch? Ja, richtig, ganz genau. Beim dritten Mal, also wo meine Freundin dann schon so ein bisschen Missachtung mir entgegengebracht hat, habe ich dann halt noch einen oben drauf gesetzt. Ich musste einen Volllatexanzug anziehen. Du? Richtig. Mhm. Weil ich halt auf das Gefühl von diesem Latex
Und halt dieser neue Geruch, wenn man das auspackt, riecht es dann so richtig extrem. Mhm. Das hat mich dann sexuell erregt. Ja. Daraufhin ist dann meine Freundin halt total ausgeflippt und hat mich dann als ein perverses Schwein tituliert. Da hörte der Spaß auf. Richtig. Und ist halt dann fluchtartig, hat sie dann die Flucht ergriffen. Und du standst in deinem Latexanzug da? Ich stand dann da. Was war denn das für ein Anzug? So ein Gummi, so ein Taucheranzug oder wie? Nein, so ein Voll-Latex-Sexanzug, so wie man das. Ach so, so ein Profi-Sexanzug. Ja, richtig, mit ganz genau. Mit Haube Latex. Auch, im Gesicht auch oder wie? Richtig, genau. Da muss die Freundin ja Angst kriegen, wenn du da mit deinem. Welche Farbe hat das Ding? Schwarz. Ja, das ist ja gruselig. Ja, gut, aber das habe ich mir eigentlich darum gemacht, weil meine Freundin hat mich halt ein bisschen missachtet, weil dieses Sex in einem Staubboot. Ja. Und das war eigentlich für mich dieser Anzug, weil halt diese Enge und halt dieses Gefühl von diesem Latex an der Haut hat mich halt erregt. Ja, verstehe. Aber als zweite Sache noch, hat mich dann halt diese Maske mich davor bewahrt, dass ich mich, also auf Deutsch gesagt, zum Affen mache von meiner Freundin. Ach so. Dass ich halt meine Liebe, so wie ich das empfinde, diesen Geschlechtsakt, vollbringen kann, so wie mir das gefällt. Ach so, die Maske hatte den, also dieser Latex, muss man dazu sagen, dieser Latexanzug hat natürlich auch eine Latexmaske über dem Gesicht. Richtig, ganz genau. Und das war für dich so eine Maskierung, dass sie dein Gesicht eben nicht gesehen hat, sondern man kann ja nur die Augen dadurch sehen. Richtig, und so ein paar Luftlöcher sind da, glaube ich, drin, ne? Richtig, so ein Reißverschluss im Mund und halt Nase. So, jetzt hast du deinen Fetisch, sag ich mal, entdeckt und die Freundin war weg. Ganz genau. So, dann das war halt mit 21, jetzt bist du 24. Wie hat sich das denn jetzt entwickelt? Wie bist du heute drauf? Also heute ist es so, dass ich im Laufe der Jahre halt, habe ich dann halt noch mehrere Partnerinnen gehabt, aber heute ist es dann halt wirklich so, dass ich halt, also ich habe es auch schon anders versucht, anderen Geschlechtsverkehr, im Bett, im Sofa, im Freien. Ja. Es geht nicht. Ich muss diesen Geruch von diesem Schlauchboot haben, von diesem Gummi. Ja. Und halt diesen Anzug noch dabei, dass ich mich halt ein bisschen dahinter noch verstecken kann. Mhm. Ja. Und wie ist denn das mit dem? Erzähl mir weiter erstmal, ja. Also es ist dann halt so, dass es so weit fortgeschritten ist, dass ich mir halt mein Geschlechtsakt halt nicht mehr ohne dieses Gummiboot vorstellen kann. Aber das ist ja jetzt wieder wirklich so speziell, dass ich mir vorstellen kann, dass du da eigentlich gar keine Frau findest, die das mitmacht, oder? Also es ist schwierig. Wenn man eine Partnerin findet, dann versuche ich es halt erstmal, sie oral zu befriedigen, ja, aber wenn ich das wirklich dann mal haben muss, ich hab halt schon versucht, halt im Bett oder wie das halt normale Leute tun, ja. Ja, ich könnte mir fast vorstellen, wenn das nur das Schlauchboot wäre, das ist ja irgendwie noch ein bisschen schräg und da könnte man sich drauf einlassen, aber wenn du dann auch komplett in deinem dunklen Anzug mit Maske vor der Schönen stehst, ist es natürlich heftig. Ich habe nur eine Frage zu diesem Anzug. Wie ist denn das unten so im Bereich des Geschlechtsteils? Ist also das ausgeschnitten. Ach, das ist ausgeschnitten. Richtig. Also ein bestes Stück kann man sehen. Richtig. Das ist zu sehen. Ah, das ist zu sehen, ja. Das ist natürlich wirklich jetzt ein Fetisch, der sehr speziell ist. Also Schlauchboot plus dieser Latexanzug. Richtig. Also, hast du denn immer, auch wenn du onanierst, liegst du im Schlauchboot bei dir zu Hause? Das musst du nochmal wiederholen, das habe ich jetzt akustisch. Wenn du onanierst, liegst du dann auch bei dir zu Hause im Schlauchboot? Ja, richtig. Das muss dann halt in sich auch, also das mache ich selten, weil da onanieren ist so eine Sache, da kann ich mich nicht frei entfalten. Das ist nicht wie ein Geschlechtsakt halt mit einer Frau. Mhm, aber also wenn man jetzt halt keine Frau hat, dann muss man es mal fabrizieren, aber dann wirklich dann auch wieder nur in diesem Schlauchboot. Und diesen Gummianzug. Und Gummianzug. Richtig, worauf ich dann auch wieder sagen muss, wenn, ich sag mal, dieser Geruch verfliegt ja auch irgendwann mal. Wenn man ja was Neues auspackt, eine Luftmatratze oder halt so ein Schlauchboot, verfliegt da irgendwann der Geruch. Ja. Richtig. Und dann, wenn der Geruch dann halt nicht mehr so stark ist, muss ich ein neues Schlauchboot haben. Ach so. Wie viele Schlauchboote hast du denn schon gekauft in den letzten 3 Jahren? So etwa 27 Stück. 27 Schlauchboote? Ja. Aber wahrscheinlich die ganz einfache Ausführung, ne? Ja, richtig. Die müssen ja dann nicht, großartig toll verarbeitet sein. Nein, halt nur richtig intensiv nach Latex riechen. Gibt es denn nicht? Es gibt doch alles Mögliche. Gibt es nicht so ein Spray, was diesen Geruch verbreitet? Ja, es ist aber nicht das, was ich haben möchte. Es ist wirklich, was mich befriedigt und sexuell erregt, ist dieses Schlauchboot. Wieso und weshalb, warum, das kann ich mir leider nicht Also erklären. Nicht nur der Geruch, sondern auch das Gefühl, wie sich das Material richtig anfühlt. Ja. Halt. Wann hattest du denn deinen letzten Sex mit einer Frau, deinen letzten guten Sex mit einer Frau? Oh gut, sag mal, also so, wie ich mir das vorstelle, etwa vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Richtig.
Also ich würde auch sagen, du musst dann dich da mal so in diese Gummi-Fetisch-Szene mal so einarbeiten, um da gleichgesinnte Frauen zu finden. Ja gut, es ist aber da schwierig. Also für mich ist es schwierig, da ich kein Internet oder so besitze, ja, da irgendwie Kontakte zu schmieden. Ja. Dann musst du mal in ein Internetcafé gehen, sofern es das bei euch gibt, wo du wohnst. Das gibt es, aber ich weiß nicht, ob, also da fühle ich mich dann so ein bisschen beobachtet auch. Das Problem ist natürlich bei solchen Sachen immer, dass man Gefahr läuft, mit einem solchen Fetisch zu vereinsamen. Und da muss man immer genau auf sich achten, wann wird das wirklich jetzt pathologisch, wann wird das krankhaft, dass man da die Bremse zieht. Ja. Nicht, dass du irgendwie in den nächsten Jahren völlig vereinsamt samst und du noch in deinem Schlauchboot liegst, was jetzt im ersten Moment lustig sich anhört, aber keinesfalls lustig ist. Denn eine Partnerin willst du ja haben und wirst dich auch verlieben. Ja, das ist richtig, aber ich möchte auch nicht auf meine sexuellen Bedürfnisse verzichten. Ja, klar, aber das ist immer das Abwägen. Gut, das ist ja nicht immer das, was wirklich dazugehört. Es gehört natürlich auch Arbeit, Frau, wo man sich anlegen kann, aber es ist irgendwo ist es auch ein Punkt, wo die Sexualität auch ausgelebt werden muss. So was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich? Ja? Bin IT-Systemelektroniker. Was bist du? IT-Systemelektroniker. Wie, und dann hast du keinen Internetanschluss? Nein. Ach. Das habe ich auch für Arbeit, das brauche ich zu Hause nicht. Achso, oh, das war eine klare ideologische Entscheidung, was, oder? Richtig. Ah ja. Also ich brauche zu Hause definitiv nicht. Mhm. Thomas, also ich finde das sehr speziell und mache mir ein bisschen Sorgen, dass du dich da in eine Sackgasse manövrierst. Du musst Menschen haben, mit denen du das teilst. Das ist das A und O. Wenn das nicht funktioniert, dann sieht es schlecht aus, finde ich. Ja, aber wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne irgendwo, sag mal, es gibt da mehrere Möglichkeiten, da irgendwie Frauen kennenzulernen. Das ist dann nicht das Problem, weil ich bin ja groß, ich bin schlank, sportlich. Mhm. Also das sollte nicht das Problem sein. Mhm. Aber das Problem, was ich dann wirklich habe, ist dann, wenn es das erste Mal irgendwie funktioniert. Ja, ist mir schon klar. Deswegen sage ich ja, du musst Gleichgesinnte finden. Und da musst du dich irgendwie auf die Hinterbeine setzen, dass du da entsprechende Frauen findest. Mhm. Thomas, danke für die ausführliche Schilderung. Das ist klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Besonderheiten. Ja, danke schön. Dir auch. Danke schön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Domian. Juhu. Weiter geht es mit Frage in meine Regie. Mit Lars. Heute habe ich nur Männer, was ist hier los? Lars ist 19, guten Morgen. Guten Morgen, Julian, hallo. Ja, hallo Lars. Auch gemeldet zum Thema extreme Neigung, warum? Ja, also ich rufe an, weil du ja gestern in deiner Sendung meintest, du suchst auch Leute, die extrem Kampfsport machen oder so. Zum Beispiel, ja. Ja, und ich mache jetzt mit zwei Freunden von mir so eine Art Taibo. Ja. Bloß halt gemischt noch mit anderen Sachen. Erklär mal genau, was das ist. Also es ist halt Kampfsport mit Füßen, Armen und so halt. Mhm, ja. Also gezielt darauf halt, um Sachen abzuwehren von anderen Leuten und so. Ja. Und ja, wir machen es jetzt halt, wie gesagt, privat. Halt morgens, derjenige, der hat eine Taibo-Schule hier in der Nähe, wo ich wohne. Mhm. Und bevor dann mittags die Kurse losgehen, gehen wir dann meistens hin. Mhm. Weil wir es dann zu dritt machen und wir machen es halt meistens so weit, dass man bis an die Grenze kommt, wo man überhaupt gar nicht mehr kann. Also beim Training? Ja, beim Training, das Training dann halt so weit zu machen, bis so ein Punkt kommt, wo man überhaupt nicht mehr kann. Weil ihr körperlich so erschöpft seid, oder was? Ja, und wenn man das mal ein, zwei Tage dann nicht mehr macht, dann fehlt dieses Gefühl einfach, das zu machen. Ist wie eine Sucht. Ja, und halt bis jetzt, durch dieses Extreme, kamen halt auch schon viele Verletzungen, wie Rippenbrüche, Kieferanbruch und sowas. Mhm. Das heißt also, das Training ist auch gefährlich, so wie dieser ganze Sport extrem gefährlich ist. Du könntest, wenn du wolltest, wenn du in eine Kampfhandlung gerätst mit jemandem, der das nicht beherrscht, du könntest diesen Menschen mit Leichtigkeit schwer verletzen oder sogar umbringen. Ja, man könnte es, ja, aber wir machen es halt nicht damit, mit diesem Gedanken, dass wir das gegen die Menschen machen. Wir machen es nur für uns. Wir haben es damals angefangen, normal mit Judo und sowas. Ja, aber lass mich da gleich mal hinterhaken. Wenn ich das immer so höre, das habe ich schon oft gehört, dass Leute sagen, nee, das machen wir nicht, um es anzuwenden, das machen wir für uns. Ist das denn ehrlich? Hat man nicht im Hinterkopf doch irgendwie so einen Gedanke, na, vielleicht doch mal? Nee, also ich bin jetzt 19, ich hatte ja früher hatte ich mal eine Schlägerei als Kind und bis jetzt, ich bin so ein Mensch, der hält sich lieber aus sowas raus, bevor ich Stress kriege damit. Ja. Und es ist wirklich nur für uns, deshalb, wir sind auch nur drei Leute, wir machen das halt vor seinen Kursen, ja. Damit, also wir machen es nicht nach Gürtel, wir machen es nur für uns. Du sagst, es gab auch schon einige Verletzungen. So schlimm, dass ihr im Krankenhaus behandelt werden musstet? Ja, das mit den Rippen und das mit dem Kiefer halt, das war halt mit Krankenhaus und so. Ja.
Aber sonst halt nichts Schlimmeres, also nichts Gefechtes. Weil bei diesen Kämpfen ihr euch aus Versehen dann verletzt habt. Ja. Das ist ein Versehen dann, ne? Ja, und irgendwann, wenn man das halt macht, dann ist irgendwie wie, ob so ein Schalter umspringt und man geht in so einen Rausch rein und denkt, man macht nur noch weiter, bis man wirklich richtig am Ende ist. Mhm. Und wenn man dann das Gefühl hat, das ist ja schwer zu sagen. Ich frage dich jetzt nochmal, meinst du dich genügend im Griff zu haben? Wenn du im Alltag in eine Situation geraten würdest, nehmen wir es mal an, die vielleicht etwas so in Gewalttätigkeiten ausartet, meinst du hast dich genügend im Griff, das dann nicht doch anzuwenden? Ja, also ich denke schon, wenn es irgendwas wäre, würde ich mich halt nur so weit verteidigen, dass es vielleicht zum Schutz wäre oder um den Gegner dann irgendwie abzuwehren. Mhm. Aber nie so weit, dass man ihn halt richtig verletzt. Mhm. Dann versuch mir doch mal, lass uns andersrum reden, zu erklären, was diesen Rausch, wie du ihn beschreibst, was macht den Rausch aus, dass ihr drei Jungs, sind die in deinem Alter ungefähr? Nein, es ist noch ein Mädchen dabei. Also. Achso, ein Mädchen sogar. Ja. Dass ihr drei so sehr euch in diesen Rausch hineinsteigert. Warum? Was ist da los? Ja, es ist halt ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist halt dieses, danach fühlt man sich halt, dass man was getan hat, dass man Sport macht und es bauen sich halt Muskeln auf und so, man fühlt sich halt ein bisschen gesünder halt. Also. Ich meine, es ist vielleicht auch gar keine schlechte Methode, um Aggressionen abzureagieren. Und wenn ihr das so macht, ist das sicher tausendmal besser, als wenn ihr auf die Straße geht und da irgendwie Randale veranstaltet. Ne? Also so ist es. Du hast gerade gesagt, wenn du es mal ein, zwei Tage nicht gemacht hast, dann fehlt was. Ja, dann fehlt halt dieses Gefühl, dass man irgendwas gemacht hat. Man arbeitet zwar, man macht dies, man macht das, aber dann halt das Gefühl halt dann irgendwie was gemacht haben. Man schwitzt halt danach, man ist einfach K.O., man fühlt sich danach gut. Mhm. Sich dann zum Beispiel noch irgendwo zusammen hinhocken, was essen, was trinken und halt den Tag mal besprechen und halt trotzdem. Ja, ich meine, das ist ein Phänomen, das kennen ganz normale Jogger, die jeden Tag weite Strecken laufen, dass das auch wie so eine Sucht ist. Das muss man jeden Tag haben und wenn man das nicht hat, dann fehlt was und kommt auf Entzug. Und man hat auch währenddessen so einen, das setzt ja auch Hormone frei, dass man währenddessen in so ein Glücks- oder Rauschgefühl kommt. Das ist genau bei dir dann, bei euch ganz genauso. Ja, eigentlich schon. Ja. Hast du Sorge, dass das irgendwie sich, dass du irgendwann nicht mehr Herr über dich selbst bist? Das heißt, dass du wirklich völlig abhängig bist von diesem Training? Hast du davor Sorge? Nee, also davon nicht, weil dieser, wie gesagt, der eine Freund von uns, der hat halt die Taibo-Schule, der hat die. Mhm. Und der passt halt auch ein bisschen so auf. Der sagt immer, man soll nicht so weit machen, dass man irgendwann halt in den Rausch kommt, weil sonst, ist, wie du gesagt hattest, wenn man mal auf der Straße in so eine Situation kommt oder so, kann das schnell schief aufgehen. Deshalb sagt, oder wenn man jetzt irgendwie gerade trainiert und der sieht, dass es irgendwie zu weit geht, geht er dazwischen, sagt, hört auf, weil sonst geht es zu weit. Ihr könnt es irgendwann nicht mehr kontrollieren oder so. Das und ist ja ganz, ganz gut, dass der ein Auge drauf hat, ne? Ja. Wie soll es denn so in der nächsten Zeit weitergehen, Lars? Willst du schon jeden Tag trainieren? Also gut wie jeden, ja, also mindestens jeden zweiten. Weil sonst ist, wie gesagt, das fehlt halt überhaupt. Also ich meine wirklich auch, wenn das in diesem Rahmen, oder ihr habt das Bewusstsein ja auch dazu, dass das irgendwie nicht über die Grenze hinausgeht, dann finde ich das auch okay. Wirklich, das war ein bisschen auch wirklich abgefahren, es ist eine extreme Sache, aber ihr schadet ja niemandem und ihr seid ein kleines Grüppchen und wenn ihr euch selbst die Nase einhaut, na gut, dann müsst ihr das halt aushalten hinterher. Ja, das war aber dann halt am Anfang, weil ich hatte dazwischen halt schon mal eine Pause gemacht, weil eine Zeit lang es ging und dann ist man halt unaufmerksam und so, ja, und dann ist das mal schnell passiert. Lars, jetzt hören wir auf, weil dein Akku, glaube ich, gleich leer ist, ne? Ja, ich habe so ein verdächtiges Geräusch gerade gehört. Aber danke für deinen Anruf und danke für die Ausführung. Alles Gute wünsche ich dir und dir und deinen Freunden. Okay, gut, danke. Tschüss. Gut, tschüss. Und hier ist Uwe. Uwe ist 22. Guten Morgen, Uwe. Ja, hi, guten Morgen, Domian. Ja, hi. Also, extreme Neigung. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja, und zwar gibt's folgendes Ding, Baerbeck. Du hattest ja gestern Nacht drüber gesprochen und ich schaue mir halt jede Nacht deine Sendung an. Ja. Und zwar folgendes. Ich bin homosexuell und treffe mich halt immer in Szenebars in Berlin, wo halt auch Darkrooms vorhanden sind. Ja. Und lass mich dann halt mit Leuten ein, also generell mit Typen, wo ich halt auch weiß, dass das, da ist halt irgendwie das Risiko sehr hoch, dass man sich da halt auch mit HIV anstecken kann. Also du bist HIV-negativ?
Ich bin positiv. Du bist leider positiv. Ich weiß seit dem 16. Februar dieses Jahr, dass ich halt positiv bin, weil ich mich halt überhaupt da mit Typen eingelassen habe, wo ich halt weiß, da sind ungefähr, naja, weiß nicht, irgendwie 50-60% halt der Typen, die halt wirklich positiv sind. Und ich erkläre es nochmal, vielleicht für die Leute, die so in der Szene sich nicht so gut auskennen. Du gehst in Darkrooms, in diese dunkle Räume, das findet man hauptsächlich in der schwulen Szene, es sind wirklich fast völlig abgedunkelte Räume, wo die Jungs, die Männer dann einfach Sex, komplett anonymen Sex miteinander haben. Genau. In allen Varianten. Ja, klar. Das hattest du auch und du hattest den ungeschützt, diesen Sex und den Geschlechtsverkehr. Genau. Wie lange hast du das schon gemacht? Wie viele Jahre? Also ich muss so sagen, das bestimmt jetzt 2-3 Jahre. Seit 2 Jahren. Und nun bist du seit Februar 2006 bist du HIV-positiv. Genau, ja. Das heißt, du hast dir das da eingehandelt. Ja, und vermutlich kann möglich sein, weil ich hatte ja mehrmals ungeschützten Sex. Also es ist eher selten vorgekommen, dass ich mich halt irgendwie dort geschützt hatte, ja, dass ich selber auch vermutlich irgendwie welche angesteckt habe. Ja, hattest du denn außerhalb dieser Darkrooms auch ungeschützten Geschlechtsverkehr oder nur dort? Also auch irgendwie war in Parks mal gewesen, also in Berlin direkt, da gibt es so viele Parks, wo man halt auch irgendwie im Freien Sex haben kann. Also auch sowas. Also das ist ja, du bist 22 Jahre alt und du hast ja die ganze AIDS-Aufklärung auch mitbekommen. Ne, hast du. Ja, genau. Warum setzt sich ein Mensch, so wie du bis vor kurzem, der HIV negativ ist, warum setzt er sich einer solchen enormen Gefahr aus? Weiß nicht, in dem Moment irgendwie hat man an sowas überhaupt nicht gedacht, weil... Das kann ja vielleicht einmal sein, das darf auch nicht einmal sein, aber du hast es ja mehrfach gemacht. Ja, ich muss dazu sagen, zweimal ging es bei mir wirklich gut, auch wo ich ungeschützten Sex hatte und wirklich beim dritten Mal, da hatte ich halt schon vornherein so ein mulmiges Gefühl, dass ich halt irgendwie gedacht hatte, ah, wenn es jetzt wieder irgendwie gut geht, weil so viel Glück kann irgendwie niemand haben. Nochmal, warum setzt ein gesunder junger Mann sich einem solchen Todesrisiko aus, bewusst? Keine Ahnung, also... Nee, komm, keine Ahnung. Da will ich jetzt eine Antwort haben. Das finde ich so krass, was du da getan hast. Warum? Ja, also ich habe an sowas überhaupt nicht gedacht. Also mir war es halt nur irgendwie, ich wollte Spaß mit einem Typen oder halt mit mehreren Typen. Aber du wusstest doch vorher, dass da Typen sind, die HIV-positiv sind. Ja, das wusste ich, ja klar. Also mir war das eigentlich vollkommen egal. Ich wollte halt nur für die eine Nacht meinen Spaß haben und das war's. Also, aber den Spaß kannst du doch auch mit Kondomen haben. Ja klar, aber irgendwie halt hatte ich halt irgendwie, also hat mir halt einen Kick beigegeben, halt irgendwie ungeschützten Sex zu haben. Also bei den meisten, wo die da unten sind im Darkroom. Aber das ist ein Kick wie russisches Roulette. Ja genau, also man denkt irgendwie an gar nichts anderes. Hauptsache man hat für die Nacht irgendwie seinen Sex ungeschützt oder nicht. Und aber das ist doch absolut idiotisch, wenn ich das höre. Mein Spieler war halt verrückt mit seinem Leben und... Ja, wie stehst du denn jetzt dazu? Nun bist du HIV-positiv und hast die Erkrankung. Also ich muss sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, am Anfang nicht so, weil wollte mir sogar das Leben nehmen und ja, weiß nicht, irgendwie habe es irgendwie überhaupt nicht verkraften können und mittlerweile konnte ich es auch meinen Eltern erzählen, im Freundeskreis, die wissen es alle und muss dazu sagen, habe jetzt auch jemanden kennengelernt, einen Typen, der weiß es zwar noch nicht, aber irgendwie ist halt so... dass wir uns gegenseitig irgendwie, also ich sag mal so, von Liebe kann man nicht wirklich sprechen, aber ist irgendwie schon was, ich habe noch nie mit ihm irgendwie sexuell was zu tun gehabt, aber wenn ich irgendwie was mit ihm haben sollte, dann werde ich es ihm halt vorher natürlich sagen, weil ich soll ihn irgendwie nicht anstecken. Das hoffe ich sehr. Du hast aber gerade so eine Andeutung gemacht. Bist du, nachdem du dich angesteckt hast oder vermutlich angesteckt hast, warst du auch nochmal in solchen Räumen? Genau, und hast also Sex gehabt. Das heißt, es kann sein, dass du es auch schon, selbst dass du es schon wieder weitergegeben hast. Ja, darum, ich weiß nicht genau, wer mich angesteckt hat und wenn ich es halt wirklich schon länger habe als eigentlich, also wo mir das der Arzt eigentlich so vermittelt hat, kann möglich sein, dass ich halt auch schon irgendwie sich an. Uwe, ich will dir mal was sagen. Ich bin seit Jahren in der AIDS-Hilfe aktiv. Und ich könnte das kotzen kriegen, wenn ich sowas höre, was du mir gerade erzählt hast. Da arbeiten so viele Leute ehrenamtlich auf diesem so schweren Gebiet und tun und machen und engagieren sich und wir in den Medien propagieren die Informationen bis zum geht nicht mehr und dann gehen einfach so Leute hin und sagen, nur okay, ich brauchte mal so den Kick irgendwie. Das kapiere ich nicht, bei aller Geilheit. Ich kapiere es nicht.
Na klar, also jetzt vornherein denke ich mir auch irgendwie, jetzt mal bloß nicht irgendwie das Risiko eingegangen und überhaupt da dich mit einem wildfremden Kerl irgendwie einzulassen, also weiß nicht, also so viele infizieren sich jetzt, also keine Ahnung. Ja, ich habe ja gestern aufgerufen mit diesen sogenannten Bareback-Partys. Das sind ja Partys, wo man gezielt hingeht, um mit HIV-positiven, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Was noch ein Kick schlimmer ist, ist das, was du gemacht hast, obwohl das ist letztendlich dasselbe. Wenn ich mit den Kollegen von den AIDS-Hilfen darüber spreche, die schütteln natürlich alle auch nur den Kopf und nur den Kopf. Na klar, also. Da gibt es auch innerhalb der Szene, innerhalb der schwulen Szene, überhaupt kein Verständnis für. Das ist irgendwie unter aller, da gibt es gar kein Wort mehr. Aber manche machen, ich weiß ja noch nicht mal, wie lange ich es jetzt überhaupt habe, aber meine Blutwerte sind soweit okay, zwar weiß ich positiv, ja, aber mit meinem Immunsystem ist alles okay, sagt mein Hausarzt. Ja. Aber halt trotzdem, ich würde es halt, ich sag mal so, ich bereue es auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, wie viele Leute ich selber angesteckt habe damit. Aber manch halt, einer macht es wirklich bewusst und will halt so viele Leute damit infizieren, wie es halt nur geht. Also finde ich halt, dass derjenige überhaupt keinen Verstand hat. Ja, gut, das ist natürlich außer Zweifel. Du hast gerade von deinem Bekannten erzählt, mit dem du noch keinen Sex hast. Ja. Seitdem du es weißt, und du weißt es seit Februar, ne, sagst du, wie sieht denn deine Sexualität seit Februar aus? Also mal so, wenn ich jetzt halt irgendwie so Blind Dates habe mit Leuten, also mit Typen generell, dann schütze ich mich natürlich auf jeden Fall. Aber vorher sage ich es ihm dann halt immer, wenn wir dies und das und jenes machen, ich muss dir aber halt sagen, dass ich halt positiv bin. Also das machst du schon. Die meisten, die schrecken dann halt schon von ab und sagen dann, nee, danke und so, weil das Risiko ist dann halt zu hoch. Und manch einer mag es halt dann ausprobieren, aber halt dann halt natürlich auch geschützt. Und man kann ja dann halt auch nicht alles machen. Ja, also das ist hundertprozentig gegeben, oder das kannst du hundertprozentig sagen, dass seitdem du es weißt, du nicht das Risiko bewusst eingegangen bist, jemanden zu infizieren. Das kann man so sagen. Ja, genau. Du hast die Leute, immer die Bescheid gegeben. Aber, nee, die nicht. Also. Das war halt nur in den Darkrooms immer oder halt generell im Park, wo man dort irgendwie für ein Live-Date, also so Sex irgendwie getroffen hat. Kennst du denn andere Jungs, die ähnlich drauf sind, wie du drauf warst, die so Sachen machen, wie du sie gemacht hast? Doch, einige kenne ich, die gehen zwar nicht so leichtsinnig damit um, aber im Teil schon, also von daher, also gerade im Freundeskreis, da gibt es schon einige, die das auch machen, aber die sind da halt noch ein bisschen vorsichtiger, als wie ich das gewesen bin. Also, ich muss wirklich nochmal sagen, dass ich wirklich entsetzt bin darüber. Und wir haben hier im Kölner Karneval, haben wir Kondome verteilt. Was ja, ich glaube, da lachen Leute, wie ihr seid, uns aus, ne, wenn wir das machen. Na klar, weil ich war ja auch beim CSD in Berlin und ja, da hat man es ja halt auch gesehen. Ja. Also, ich hoffe, dass solche Sachen wirklich so wenig wie möglich vorkommen. Es ist deine Gesundheit, es ist dein Leben, es ist dein Leiden, es ist dein früher Tod eventuell. Na klar, also. Auch wenn es gute Medikamente gibt, klar, das ist alles nicht mehr so wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, aber es ist immer noch eine der schlimmsten Krankheiten, die es gibt. Also jetzt im Nachhinein tut es mir auch total leid und wenn ich könnte, würde ich das alles irgendwie zurückdrehen, aber geht ja leider nicht. Dennoch finde ich es mutig, dass du es mir erzählt hast. Da gehört ja auch einiges zu, weil du dir sicher auch denken konntest, was ich darauf sage und wie ich darauf reagiere. Das Krasse ist ja, heute in einer Woche werde ich 23, also am 3. und ja. Naja. Also ich bin aber froh, dass meine Familie das akzeptiert und die gehen alle sehr gut damit um, meine Geschwister und Freundeskreis, alle Mann, und haben mir sehr viel Mut zugesprochen, sonst wüsste ich nicht, wie es mit mir weitergehen soll. Also jetzt bitte ich dich, jetzt hast du einmal einen fulminanten Fehler gemacht, dass du jetzt wirklich in Zukunft sehr verantwortungsbewusst bist und wirklich nur geschützten Geschlechtsverkehr hast, um keine anderen Leute noch mit reinzureißen. Ja klar, also ich habe daraus gelernt und werde niemals irgendwie jemanden bewusst damit irgendwie selber infizieren. Ja. Also. Liebe Uwe, die Sendung ist vorbei. Ich danke für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke auch. Tschüss, ja, Uwe. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das waren unsere extremen Neigungen. In der Technik war Matthias Neef. Morgen ist schon wieder Freitag. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie die Zeit vergeht.
Freitag immer wie immer eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ihr könnt anrufen ab 0 Uhr oder jetzt, ab jetzt schon mailen unter domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis dahin, tschüss.